Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer Runde Flying Scoutsman, wie gewünscht. Ich bin aber nicht gut, um das direkt mal vorauszusagen. Barbalda! Merkt ihr was? Es geht um diese Best-ofs, die ihr für mich gemacht habt. Das hat mich extrem gefreut, dass es so einen großen Andrang gab oder immer noch gibt. Es gibt immer wieder welche, die sagen, hey, ich mach dir auch ein Best-of, dauert nur ein bisschen und so. Alles cool. Zeitlich haben wir da überhaupt keine Beschränkungen. Ihr könnt auch in 3 Jahren eins abgeben. Also es gibt überhaupt keine zeitlichen Beschränkungen. MorticAimbot.exe hat mir einen Headshot gegeben. Mir sind nur 3 Dinge doch sehr wichtig, die ich vielleicht, nicht so extrem gut erläutert habe oder nicht ausreichend oder vielleicht auch gar nicht. Erstens, natürlich sollte die eigene Werbung nicht übermäßig sein. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, so ein kleines Intro haben. Das sollte aber wirklich nicht so extrem lang sein, weil die Leute sonst möglicherweise da schon wegschalten. Deswegen habe ich kein Intro. Studien haben ergeben, dass Intros ja eher schädigend sind. Die meisten Leute schalten bei einem Intro, das länger als 3 Sekunden ist, weg. Gut, aber da will ich euch nicht großartig reinreden. Wenn es halt ein bisschen länger ist, ist scheiß der Hund, nein. Das ist auch nicht so tragisch, es ist nur ein Tipp. Aber was wirklich nicht sein sollte, ist übertriebene Eigenwerbung. Ich verlinke ja eure Social-Geschichten in der Videobeschreibung und schreibe euch in den Titel. Und wie gesagt, ihr könnt gerne am Schluss sagen, das ist von mir gewesen oder wie auch immer. So ein Outro oder sowas haben. Ihr solltet das halt nur nicht übertreiben. Erstens. Zweitens. Oh shit, dude! Ich hab ihn voll erwischt. Okay, warte, kann ich da hoch? Haha. Ach komm, fickt euch. Nein. Ha! Wo ist denn der? Wo ist denn der andere? Ah, da hinten. Des Weiteren, und das ist wirklich, also ich finde es sehr wichtig. Es sind übrigens alles nur Ratschläge. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann irgendein Video nicht online bringe, nur weil ihr es nicht so macht. Einige von euch, also zum Beispiel Matt, haben es extrem geil gemacht und diesen Schnittstil ungefähr wie meinen hingewurstet. Ich würde zum Beispiel sagen, dass das Wichtigste an meinem Schnittstil folgendes ist, und zwar werden Scherze nicht lange ausgereizt. Also wenn irgendein lustiger Moment kommt, ja, dann kommt ein Schnitt dann auch irgendwann. Also wenn was Lustiges passiert und dann ist die Kamera noch ewig auf mir drauf. Das halte ich für sehr schwierig. Ich weiß natürlich nicht, wie das die anderen sehen, aber ich finde, das macht halt diesen Scherz kaputt. Was war es noch? Die Werbung? Das mit den Witzen? Ach ja, und natürlich eigentlich der wichtigste Punkt. Benutzt bitte keine Musik, die irgendwie unter Copyright liegt. Also, ihr könnt auf YouTube einfach kostenlose Musik runterladen. Ich meine nicht von YouTube-Videos, wo jemand hinschreibt, Copyright-free, das ist Firlefanz, sondern ich meine in der YouTube-Bibliothek. Es gibt, eine eigene Soundbibliothek. Wenn ihr in den Videomanager geht und ganz unten links auf Video Tools oder sowas, da ist eine riesige Soundbibliothek. Da sind ultra viele Sounds. Ihr könnt da einfach einstellen, copyright free, und am besten noch den Punkt einstellen, dass man niemanden erwähnen muss. Weil wenn ihr vergesst, mir zu sagen, dass ich jemanden noch erwähnen muss für die Musik, dann kann da Hickhack draus werden. So wäre es natürlich nice. Ihr müsst es aber auch nicht so machen. Ihr könnt auch einfach Musik nutzen, bei der ihr hoffentlich wisst, dass sie copyright free ist. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Video dann doch nicht kommen kann bei mir auf dem Kanal. Und das Halbschlimme ist, dass, dass eine Stelle gemutet ist oder so. Das könnte geschehen. Oh, durch die verschissene Wand, mein Frère. Hallo, hallo. Oh nein. Ja, das war's eigentlich schon. Ich will auf keinen Fall, dass es wie eine Standpauke klingt. Ich freue mich über alle Best-ofs. Es ist halt nur schade, wenn ich irgendwas nicht benutzen kann, weil ein Musikstück drin ist, das ich nicht verwenden darf. Oder wenn ihr vielleicht Flame einfahrt, weil die Videos nicht so sind, wie sie bei mir sind. Ich will euch praktisch einfach nur schützen. Ich fand bis jetzt kein Best-of schlecht. Es gibt natürlich Best-ofs, die ich besser finde als andere. Aber ich fand noch keinen schlecht. Die sind alle sehr geil. Vor allem, wenn ich überlege, dass ihr dafür vielleicht andere Dinge zurückstellt aus eurem privaten Leben und für mich irgendwas zusammen fuhrwerkt. No, you can't shit in my face. Fick dich doch, du kleiner Bastard. Gott, bin ich mit der Scout aber auch eingerostet, ne? Ich hätte eigentlich jetzt schon 8 Kills haben müssen oder 9. Trotzdem bin ich Zweiter. Das lässt natürlich Grübel offen. Bam, Alter, wie ich ihn gefickt. Will er mich fängen? Ach komm, musste er mich jetzt so wegklatschen? Hätte ich nicht auf diesen einen Schuss bitte haben dürfen? Auf den einen? Ich weiß, ich bin wirklich jetzt mit diesem fliegenden Scheißdreck nicht der Beste, ja? Aber hey, beruhigt euch, okay? Ihr habt sicherlich alle mitbekommen, das Knife-Giveaway ist am Stessel. Des Weiteren gibt es noch eine M4A4 Dragon King, eine Schrotflinte und noch eine Statrack UMP45. Für das Knife müsst ihr Twitch-Subscriber sein, für den Rest müsst ihr einfach nur wie immer aktiv kommentieren, um gewinnen zu können. Ich verschissener Grasdackel wollte mir das Knife rüber traden, schon während des Videos. Hab mir aber im Video, kurz bevor ich es umtraden wollte, den Authentifikator für meinen zweiten Account auf ein anderes Mobilgerät gemacht. Ich dachte mir, hey,
das alte ist eh scheiße, ich mach's lieber mal auf mein neues. Und jetzt habe ich 15 Tage Trade-Sperre. Voll behindert. Gut, das tut ja nicht wirklich was zur Sache. Derjenige, der das Knife gewinnt, muss halt dann, ich habe noch 10 Tage warten oder 9 oder irgendwie ab dem 25. Aber dann hau ich's natürlich raus, er kennt mich ja. Mir kann man ja vertrauen. Aber das war echt dumm. Vor allem, weil es halt auf meinem scheiß zweiten Account liegt, auf meinem Frauenarzt-Bums. Hier kann ich alles machen auf dem Main, alles cool. Aber auf dem zweiten Account... Ah! Hier nochmal, ich bin niemandem böse, alle Videos sind sehr geil. Ich will euch hier die Möglichkeit geben, euch in Hinsicht der aktuellen Zuschauergepflogenheiten, ist das falsche Wort, Angewohnheiten auch das falsche Wort, Zuschauerangewohnheiten, keine Ahnung, ich habe den Anfang vergessen, was ich gerade gesagt habe, euch da anzupassen. Vielen Dank für die geilen Best-ofs, ich hoffe, es kommen noch einige mehr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.